In diesem Video zeige ich dir zwei Methoden zur Polsterreinigung. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und in diesem Video möchte ich dir zwei verschiedene Methoden zeigen, wie du dreckige Polster, insbesondere Stoffsitze, reinigen kannst. Dafür haben wir einmal die Hobby-Methode, die jeder zu Hause wirklich nachmachen kann, und die Profi-Methode, wie wir im Alltag vorgehen. Lass uns gleich anfangen, es geht los. So, ja, leider war das Mikrofon bei der Aufnahme leer. Das heißt, ich werde komplett alles hier voice-overn. Der Vorherzustand ist entsprechend, ja, ich sag mal, mittelmäßig, ist schon stark verschmutzt für die Farbe, aber es geht definitiv noch schlimmer. Sprüh das Spray ganz einfach aus der Aerosoldose gleichmäßig flächig auf, dass du wie so ein Rasierschaum überlasst. Im Endeffekt bin ich eigentlich kein großer Freund von so Aerosoldosen im Innenraum, aber es ist einfach sehr praktisch, mit dem Schaum zu arbeiten, weil man einfach eine extreme Durchnässung verhindert und den Reiniger sehr gezielt aufbringen und auch wirken lassen kann. Das heißt, ich habe eine lange Wirkzeit, ohne dass der Reiniger sofort abtrocknet, was sich für so ein Produkt einfach gut macht. Auch auf den Flächen, wo ich es angrenzend aufsprühe, trocknet es fleckenfrei ab, von daher ist es gar kein Problem. Während das hier so vor sich hin wirkt, kannst du einfach, weiß ich, einen Kaffee trinken oder einen anderen Sitz machen, je nachdem, was du gerade noch sonst zu tun hast. Ich würde erstmal nicht empfehlen, gleich mit einer Bürste drauf zu gehen, weil wenn wir mechanische Belastung vermeiden können, würde ich es gerne vermeiden. Das heißt, lass das einfach erstmal wirken, bis es komplett abgezogen ist. Sonak spricht von 5 bis 10 Minuten, und dann nimm ein nasses bzw. feuchtes Mikrofasertuch und wisch über den Sitz. Wir müssen natürlich den Dreck, der hier hoffentlich auch gelöst wurde, ja, der durch den Schaum aus dem Stoff gelöst und an die Oberfläche gezogen wurde, irgendwie aufnehmen. Das machen wir hier in einer Hobby-Methode, in einer Leinmethode mit einem feuchten Tuch, sodass wir möglichst alles hier aufnehmen. Im nächsten Schritt wische ich nochmal mit einem trockenen Tuch rüber, um einfach komplett die Oberfläche so trocken wie möglich zu legen, um das Ergebnis zu sehen und um beurteilen zu können, ob ich nochmal einen zweiten Gang machen muss oder nicht. Das sind die Grenzen der, ich sag mal, Hobby-Methode, die man zu Hause locker machen kann. Natürlich kann man jetzt hier noch einen zweiten, dritten Gang machen, immer nach der Trocknungszeit, aber das geht dann halt in die Zeit und am Ende musst du selber entscheiden, ob du gerne viel Zeit aufwendest oder mit so einem Zustand einfach einmal zum Profi gehst. Apropos Profi, wie wir vorgehen, zeigen wir dir jetzt. Wir gehen mal rüber zum Fahrersitz. Der Zustand ist hier natürlich deutlich schlimmer. Also wir haben deutlich mehr auch schwarze Striemen. Wir haben insgesamt einen sehr fleckigen Sitz. Zwischendurch immer sehr hartnäckige Flecken. Also wirklich ein Sitzzustand, der erstmal gar nicht so übel aussieht, aber schon relativ stark ist. Ich nehme für den Bereich jetzt erstmal einen leicht alkalischen Reiniger, mit dem ich erstmal die Flecken, die Ölflecken, die dort drin sind, gezielt behandle. Das heißt, ich sprühe den Reiniger auf den Fleck und schäume ihn mit einer Bürste auf. Das führt einfach dazu, dass sich die Oberfläche vergrößert, der Reiniger nicht so tief in den Sitz eindringt, sondern wirklich mehr punktuell an dem Fleck wirkt und effektiv den Schmutz lösen kann. Im nächsten Schritt sprühe ich die ganze Fläche nochmal leicht ein und lasse den Reiniger 5 Minuten wirken. Wenn ich damit fertig bin, nehme ich eine Tornado-Gun mit destilliertem Wasser drin, wirklich ohne Reiniger, nur mit destilliertem Wasser, und gehe den kompletten Sitz einmal ab. Das Ziel dahinter ist, dass der Reiniger, der den Fleck gelöst hat, nochmal ein bisschen Wasser bekommt, reaktiviert wird und durch diesen Tornado-Effekt der Dreck an die Oberfläche gezogen wird, damit ich dann im letzten Schritt mit einem Sprühextraktionssauger mit destilliertem, klarem Wasser drin den Sitz komplett absaugen kann. Du siehst, was hier schon beim Saugen für eine Farbveränderung geschieht. Also wir holen hier wirklich den Dreck aus der Tiefe des Sitzes. Sei wirklich gründlich, saug so lange ab, bis wirklich kaum noch Schaum aus dem Sitz kommt, denn den Reiniger wollen wir möglichst komplett rausziehen, denn sonst besteht einfach die Gefahr, dass der sich verteilte Dreck durch die Tenside, die ich aufgesprüht habe, irgendwann wieder nach oben kommt und sichtbar wird. Ich denke, du siehst, das Ergebnis hat sich nach einem Durchgang schon extrem gelohnt. Dieses Verfahren können wir so lange wiederholen, bis wir zufrieden sind. So, das waren die beiden Methoden zur Reinigung von Stoff- und Polstersitzen im Vergleich sozusagen. Am Ende kannst du natürlich immer erst die Hobby-Methode ausprobieren, um dann die Profi-Methode anzuwenden oder direkt zum Profi zu gehen. Wir zeigen jetzt hier am Ende noch ein paar Vorher-Nachher-Bilder, dass du nochmal das komplette, den kompletten Prozess sozusagen siehst. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Lass gerne einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat. Schreib in die Kommentare, wie du Polster reinigst, oder ob, wenn du noch Fragen hast, dann natürlich auch die. Die beantworten wir gerne in einem Video oder direkt in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sauber. Deine Autolack.